Der gute Bayes Skeptik hat ein Video über die 13 Fragenfolge über ein AfD-Verbot gemacht. Und ich habe da einiges dran zu kritisieren und deswegen schauen wir uns das jetzt zusammen an. Also diese 13 Fragenfolge, die ist ähnlich wie Bayes Skeptics Kritikvideo hier schon etwas her. Nochmal kurz zur Erinnerung, diese Folge war meiner Meinung nach reinste Anti-AfD-Propaganda. Es gab 5 Gäste, die gegen die AfD waren. Eine, Anna Scherer, die pro AfD war, und der Moderator war auch gegen die AfD. Und solche Dinge wie der Verfassungsschutz, die wurden als neutrale Quellen zitiert. Also Verfassungsschutz ist eine dem Innenministerium unterstellte Behörde, die logischerweise der AfD feindlich gesonnen ist und die entsprechend keine neutrale Quelle ist, die in der Sendung aber so behandelt wurde. Deswegen lautete meine Einschätzung, als ich damals auf die Sendung reagiert habe, das ist reinste Anti-AfD-Propaganda. Da macht der Mainstream, das ist Meinungsmache des Mainstreams und das könnte dem BSW genauso passieren. Bei Skeptics-Analyse, die lautet etwas anders und ja, die schauen wir uns jetzt zusammen an. Immer auf der Moderation bzw. häufig der Moderatorin rum. In diesem Fall aber nicht. Es ist auch keiner antifeministischen Hetzkampagne meinerseits geschuldet, sondern einfach, weil der männlich gelesene Moderator seinen Job gut gemacht hat. Er formuliert die Diskussionsfrage so: Soll die AfD verboten werden oder soll zumindest ernsthaft ein Verbot geprüft werden? Wenn ihr sagt, eher ja, dann bitte auf die grüne Seite gehen. Und wenn ihr sagt, nee, Finger weg vom Verbotsverfahren, dann bitte auf die gelbe Seite. Das bedeutet auch, dass hier nicht diskutiert wird, ob die AfD cool oder scheiße ist, sondern ob man sie verbieten sollte oder nicht. Das war scheinbar nicht allen Teilnehmern klar. Na, ja, dass die AfD eine aggressiv-kämpferische Haltung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung hat. Das wurde hier diskutiert. Da ist Anna Scherer deutlich anderer Meinung gewesen und hat da noch ein paar allgemeinere Probleme angesprochen. Aber das war schon allen Teilnehmern klar. Also da würde ich widersprechen. Nur der Moderator, der hat dann ziemlich mies gegen Anna Scherer geframed, aber da kommen wir gleich noch zu. Also ich bin jetzt erstmal ein bisschen geschockt von dem Ganzen. Also wo sind wir denn hier? Ihr seid alle dafür, dass man die AfD, eigentlich sind Nee, alle nee, dafür, dass nee, man die nee. AfD verbietet. Prüfung ist. Und die meisten Na, tun Anna schon. Scherer hat sich hier unglücklich ausgedrückt, aber ich hätte die Szene bis hierhin laufen lassen sollen. Sie hat sich unglücklich ausgedrückt. Aber sie meint damit, dass alle Gegner der AfD sind. Also die 5 hier und der Moderator, die sind alle gegen die AfD und sie ist für die AfD. Und sie merkt gerade, dass das ein 5 gegen 1 ist. Sie merkt gerade, dass hier ihre Feinde nur eine strategische oder ihre Gegner nur eine strategische Diskussion führen darüber, wie man die AfD am besten bekämpft und dass die beiden hier eben nicht aus inhaltlichen Gründen gegen AfD-Verbot sind, sondern aus strategischen Gründen. Auch das eine Meinung, vielleicht nicht genau dieselbe, aber alle sind eigentlich quasi irgendwie so, muss man auf jeden Fall machen. In der Tat finden 5 von 6 Leuten die AfD blöd. Aber es sind halt nur 3 dafür, sie zu Ja, verbieten. das ist doch manipulativ. So sollte man eine Diskussion nicht aufbauen. Also da sollte man 3, die AfD, die für die AfD sind und 3, die gegen die AfD sind, wenn man so eine Diskussion macht. Beziehungsweise das wenigstens zu prüfen. Und ihre Feststellung impliziert den Vorwurf, dass es ein unfairer Kampf ist, wenn 5 gegen 1 sprechen. Und hier sind wir beim ersten Learning, warum unsere Gesellschaft sich spaltet. Drittens, Spaltungsgrund A. No Balance versus False Balance. Das ist ein Klassiker. AfD-Politiker beschweren sich häufig, dass sie entweder keine Bühne bekommen oder sich dann als Einziger gegen viele Gegenstimmen verteidigen müssen. Und die Gegenseite beschwert sich, dass eine False Balance, also eine falsche Ausgewogenheit der Meinung suggeriert wird, wenn mehr AfD-Politiker eine Bühne bekommen. Und beides ist rein logisch nicht miteinander vereinbar. Du bist. Nein. So, nein, weder noch. Also das Problem ist, dass wir tatsächlich eine False Balance oder beziehungsweise eine No Balance, wie man es jetzt auch immer nennen mag, zugunsten des Mainstreams. Also in allen Talkshows werden nur Leute aus dem Mainstream eingeladen, der vielleicht 50% der Bevölkerung repräsentiert. Also wo viele Menschen sagen, nein, damit habe ich nichts zu tun, kann man sich alle Umfragen ansehen. Migration, Ukraine-Krieg, Wirtschaftspolitik, Kulturpolitik, also überall werden fast nur Vertreter aus dem Mainstream eingeladen. Und da kommt ein Vertreter, der das kritisch sieht. Entweder ein AfD-Politiker, ein BSW-Politiker oder ein unabhängiger Experte. Warum packt man nicht zur Hälfte Vertreter aus dem Mainstream und zur Hälfte unabhängige Leute, die den Mainstream kritisieren, dahin? Aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Das wäre eine Right Balance, wenn wir jetzt mal in diesem anglisierten Sprech bleiben wollen. Aber das wird nicht gemacht, weil der Mainstream eben alle Machtmittel in der Hand hat und seine Gegner ausschließen will. Weil wir hier einen historischen Block haben, der mit Zähnen und Klauen die Futtertöpfe verteidigt, an die er herangekommen ist. Hier in etwa so repräsentiert prozentual wie die AfD aktuell im Bundestag. Also Ja, man lässt sie auch gar nicht. trotzdem schaffst du es, dich in eine Rolle rein zu inszenieren, in der irgendwie alle nur auf dich rumhacken, weil ja die Mehrheit der Leute. Ja, und das hier bezeichnet man, um weiterhin in diesem anglisierten Sprech zu bleiben, als Gaslighting. Also sie tut jetzt so, als wäre das kein 5 gegen 1, obwohl das genauso ein 5 gegen 1 war. War eigentlich sogar 6 gegen 1.
generell gegen die AfD ist. Das spiegelt aber die Bevölkerung wider. Die Position, der AfD keine Bühne oder eine reduzierte Bühne zu geben, wie in diesem Fall, beruft sich auf das Prinzip der Mehrheitsmeinung. Umgekehrt wird dieses Prinzip aber nicht konsequent vertreten, wie Anna Scherer zweimal versucht auszudrücken. Warum ist es in deinen Augen undemokratisch, eine potenziell undemokratische Partei zu verbieten? Ja, warum? Sie vertritt doch eine Meinung. Nein, sie ist nicht undemokratisch. Allein diese Prämisse würde ich schon ablehnen. Also die ist nicht potenziell undemokratisch. Das ist Quatsch, was du da sagst. Also, das ist doch massives Framing an der Stelle. Sie steht doch für eine Meinung oder in bestimmten, bestimmten Dingen, wo einfach eine also viele Menschen auch dahinter stehen. Warum sollte man das verbieten? Dann verbietet man doch auch die Meinung dieser Menschen. Dass sie nicht besonders eloquent ist, ist offensichtlich. Sie versucht es dann an anderer Stelle nochmal. Übrigens, wenn dir solche Videos gefallen, dann abonniere LGBT Plus. Oder dadurch, dass du ins Wort fällst, als ich die ganze Zeit ausreden lasse, zum Beispiel. Ob sie Frau oder Mann sind. Was ist denn das? Ist doch auch nicht die Mehrheit. Entschuldigung, ich musste diese Szene mehrfach in reduzierter Geschwindigkeit anhören, um zu verstehen, was sie eigentlich sagen will. Bin mir ziemlich sicher. Also das ist relativ leicht zu verstehen. Eine Minderheit versucht uns hier eine abstruse Gender-Ideologie aufzudrücken. Jüngst beispielsweise durch Selbstbestimmungsgesetz. Ja, sinngemäß soll ihr Argument sein, dass die Mehrheitsmeinung nicht immer gehört oder respektiert wird. Als besseres Beispiel könnte man vielleicht die Gendersprache heranziehen. Da habe ich hier auch schon drüber geredet. LGBT Plus. Oder dadurch, dass du ins Wort fällst, als ich die ganze Zeit ausreden lasse, zum Beispiel. Ob sie Frau oder Mann sind. Was ist denn das? Ist doch auch nicht die Mehrheit. Der Whataboutism ist an dieser Stelle zwar dämlich, ihr Punkt ist aber zumindest mal diskutabel. Weshalb ist in einem Fall die Mehrheitsmeinung zu respektieren, im anderen Fall aber nicht? Viertens Definition. Whataboutism. Im Cambridge Dictionary heißt es, die Praxis, auf eine Kritik oder eine schwierige Frage mit einer ähnlichen Kritik oder einer anderen, aber verwandten Frage zu antworten, die in der Regel mit den Worten What about, also aber was ist mit, beginnt. Laut Wikipedia ist es eine rhetorische Figur, um einen Missstand durch den Verweis auf einen anderen zu relativieren. So zu argumentieren ist nicht. Man könnte es auch positiver frame, um Heuchelei aufzuzeigen. Whataboutism ist das Lieblingsschlagwort aller Heuchler, wenn man ihre Heuchelei aufzeigt. Zwingt falsch. Aber in der Regel ist Whataboutism ein informeller Fehlschluss und deutet auf eine schwache Argumentation hin. Es deutet darauf hin, dass die Gegenseite nicht sauber, nicht konsistent argumentiert normalerweise. Also wenn das ein kluger, also wie gesagt, ich halte von diesem Wort Whataboutism, weil man damit jede legitime Kritik an der Gegenposition mit völlig absurden Ablenkungen auf ein anderes Thema in einen Topf wirft. Wenn sich das häuft, sollten wir aufmerksam werden und gerade Anna Scherer wirft damit nur so um sich. Und wenn sie sagt, wenn sie jetzt sagt, sie hat Angst, die LGBTQ-Community vor Extremismus, hat man dann nicht auch vor islamistischem Extremismus Angst? Wieso richtet sich alles gegen dieses Rechts? Und wer sind denn diese Leute? Das bin ich. Ja, das ist nicht sonderlich klug. Also wir haben keine 20% islamistische Partei in Deutschland. Also das ist kein kluger, nehmen wir das Wort Whataboutismus. Das hat sie von mir Angst. Naja, wir haben ja, also wir reden ja über die AfD, jetzt sind es nicht über Islamismus heute, sondern über die AfD. Ich will auch gar keine. Es geht doch um Extremismus. Es geht doch auch um Extremismus. Man muss doch alles dann. Entschuldigung, ganz kurz. Ich will ja gar keine AfD-Parteiprogramm oder wie gefährlich ist die AfD-Diskussion führen. Das ist ja gar nicht unser Thema heute. Ein schönes Beispiel, auch für die gelungene Moderation. Das ist nämlich heute nicht das Thema. Und warum diese Analogie ganz generell nicht greift, also ein Analogiefehlschluss darstellt, erklärt ein Diskutant der anderen Seite wunderbar. Hätten wir eine islamistische Partei in Deutschland, dann würde es genau dieselbe Diskussion geben, ganz klar. Das Problem bei der AfD ist, unterstellt, sie ist rechtsextremistisch, dass sie eine organisierte Form des Rechtsextremismus ist, der nach Regierungsmacht strebt. Und das gilt für Islamisten einfach nicht. Sie haben keine Partei, die sie wählen können, die dann... Ja, das können wir überspringen. Aber mit einem Whataboutism hat sie auch recht, beziehungsweise legt damit die schwache Argumentation der Gegenseite offen. Ja, weil jetzt, das hat ja angefangen mit der Frage auch, dass hier Menschen auch Hass im Netz erlebt haben. Ich habe auch Hass im Netz erlebt. Wenn ich für die, was heißt für die AfD spreche, aber wenn ich für eine konservative Meinung eintrete, bekomme ich auch Hate. Dann schreiben mir Leute private Nachrichten, richtig schlimm, ich wurde schon angezeigt, alles Mögliche. Also wenn, dann haben wir vielleicht ein Problem mit Hass, aber das betrifft ja nicht nur irgendwelche AfD-Sympathisanten oder Wähler, das ist ja dann ein gesellschaftliches Problem. Ja, das Internet ist in der Tat keine Einbahnstraße, was Hass angeht. Das Argument zieht also nicht, dass die AfD auf jeden Fall schlecht ist, weil man für Kritik daran heftig angefeindet wird. Gegen die AfD sozusagen zu schießen und habe da halt so unfassbar viel Hate bekommen, dass das Ganze auch auf Instagram gegangen ist. Ja, das ist ein furchtbar dummes Argument. Also das hat ja nichts mit der also die AfD betreibt ja keine Trollfabriken, wo Influencer, die sich kritisch äußern, angegriffen werden, sondern das sind einfach Fans der AfD. Die Partei ja nicht haftbar machen. Also bei einem Parteienverbot geht es darum, ob Parteien eine aggressiv-kämpferische Haltung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung haben. Und das hat die AfD völlig eindeutig nicht. Also es gibt rein rechtlich gesehen keine Argumente für ein AfD-Verbot.
in meinen DMs, in meinen E-Mails. Und ich glaube, ich habe noch nie so eine große Hasswelle bekommen und Hatewelle mit Morddrohungen und whatever, als jetzt durch die AfD. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass da beide Seiten nicht zimperlich sind. Kritik von rechter Seite hat halt meistens mehr Rechtschreibfehler und weniger Fremdwörter drin. Der Content bleibt aber der gleiche. Das heißt immer ungefähr, halt dein Maul, du linker bzw. rechter Hetzer. Kommt immer aufs Thema. Fünftens, Spaltungsgrund B. Nazi-Keule versus Nazi-Schild. Kritikern der AfD wird oft vorgeworfen, sie würden sich dem Totschlagargument der Nazi-Keule bedienen. Das heißt, man verpasst der AfD und oder ihren Wählern das Label Nazi. Und damit muss man sie nicht mehr ernst nehmen, weil man sie im Sinne des Reductio ad Hitlerum diskreditiert hat. Sechstens, Definition Reductio ad Hitlerum. Dabei handelt es sich um einen informellen Fehlschluss, indem man eine Meinung diskreditiert, weil sie von einer moralisch fragwürdigen oder im Fall von Adolf Hitler moralisch überhaupt nicht haltbaren Person vertreten wird. Nicht mehr tragbar? Ich nicht mehr tragbar? Dass das nicht logisch schlüssig ist, lässt sich leicht zeigen. Denn zum Beispiel hat Hitler Hunde als Haustiere gehalten. Daraus abzuleiten, dass Hunde oder Haustiere schlecht sind, ist ein Fehlschluss. Es handelt sich hier also um einen Assoziationsfehlschluss. Den gleichen Mechanismus vermuten AfD... Dass er das hier immer auf so einer rationalen, argumentativen Ebene betrachtet. Es handelt sich nicht um einen Fehlschluss, es handelt sich um so ein Instrument zur Diffamierung an. Also das ist ja kein Fehlschluss. Die Leute, die dieses Reductio ad Hitlerum anwenden, die machen das ja absichtlich. Die machen das, um die Gegenposition zu diskreditieren und unmöglich zu machen. Also die machen das ja nicht, weil sie glauben, die AfD sei wirklich die neue NSDAP. Das glaubt ja wirklich niemand ernsthaft. Sondern das dient dazu, um die AfD aus dem Diskurs auszuschließen. Also die nutzen eine ganze Palette von Begriffen. Rechtsradikaler, Reichsbürger, Antisemit, Rechtsextremer, Nazi, Faschist, Linksextremer. Ganz viele Begriffe, die man, Kommunist, die man willkürlich verwendet und die so gut wie nie zutreffen, die aber verwendet werden, um Leute aus dem Diskurs auszuschließen. Und das passiert natürlich auch bei der AfD, da ganz besonders stark, weil sie gerade so stark ist, steht sie eben besonders stark unter Beschuss seitens des Mainstreams, der eben seinen Platz an den Futtertöpfen, seinen Platz in staatlich finanzierten Thinktanks, seinen Platz in den öffentlich-rechtlichen Medien, seinen Platz in den Journalistenstuben der privaten Medien, seinen Platz in den Parlamenten, seinen Platz in den Regierungen, in den Verwaltungen, in diesem Platz mit Zähnen und Klauen verteidigt. Hier geht es eben nicht darum, wer argumentiert logischer und besser, sondern wer hat die Machtmittel in der Hand und wer kann die Kontrolle über die Machtmittel erringen bzw. behalten. Das ist die Frage hier. Old Bo Mitzweck, danke für dein Prime-Abonnement. Politiker hinter den Anschuldigungen, sie seien Nazis. Das Problem ist, erstens muss trotzdem erst bewiesen werden, ob und warum jemand ein Nazi ist. Und zweitens ist das Argument nicht automatisch schlecht, auch wenn der Vorwurf auf jemanden zutrifft. Aber Achtung! Dieser Fehlschluss wird oft missverstanden und als nie gültig betrachtet. So ging es mir auch eine Zeit lang. Das stimmt aber nicht. Natürlich macht es keinen Sinn, keine Hunde zu halten, nur weil Hitler das auch gemacht hat. Ich kann Hitler nicht beim Thema Hundehaltung diskreditieren, nur weil er Hitler war. Wenn Hitler aber anfängt, über den Umgang mit anderen Völkern zu sprechen, zieht das Argument selbstverständlich schon, weil er sich in diesem Bereich nachhaltig disqualifiziert hat. Höchstgradigst fragwürdigst. Aber was heißt das für die AfD und ihren Wähler? Hier wird es tricky. Denn aus meiner Sicht gibt es definitiv Politiker und Wähler, die ich auch als Neonazis bezeichnen würde. Und diese Leute verstecken sich regelmäßig hinter dem Nazi-Schild, indem sie die Nazi-Keule als eine ungerechtfertigte Pauschalisierung abtun. Aber umgekehrt macht es überhaupt keinen Sinn. Alle 20% der deutschen... Ja, aber das gibt's in allen Parteien. Also Extremisten hast du in allen Parteien. Und in Parteien wie der SPD, da hast du die sogar in ganz hohen Positionen. Also eine Nancy Faeser ist ja eine überzeugte... Autismus, was ich hier bringe. Aber das ist ja eine überzeugte Verfassungsfeindin. Ist es jetzt, nur weil sie verfassungsfeindlich ist, legitim, sie als Faschistin zu bezeichnen? Meiner Meinung nach nicht. Aber... Trotzdem, sie lehnt beispielsweise die Unschuldsvermutung ab. Sie versucht in der Verwaltung politisch unliebsame Beamte wegzusäubern und hat das Beamtenrecht insoweit geändert, dass Beamte jetzt aktiv nachweisen müssen, dass sie verfassungstreu sind. Also, dass sie das machen, was Nancy Faeser will. Wenn sie das nicht nachweisen können, dann sind sie raus. Also, das ist diese berühmte Schuldumkehr. Die die AfD wählen oder wählen würden, als Neonazis zu bezeichnen und all ihre Ängste und Forderungen als irrelevant abzutun. Deswegen muss inhaltlich argumentiert werden und man muss sich auch auf gemeinsame Begriffe einigen. Was mich daran ärgert, ist, dass es immer ein bisschen so auch, oder dass es den Eindruck erweckt, dass diese Menschen, die mit der AfD sympathisieren oder sie wählen, dass das Rechtsradikale wäre. Dass da keine Abgrenzung ist zwischen rechts oder konservativ und dem radikalen Extremismus, dass das ganz schwierig ist. Man unterscheidet nämlich nicht zwischen rechtskonservativ und rechtsextrem. Migration bedeutet auch nicht Deportation. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht beantwortest du die Frage. Nein, ich beantworte die Frage jetzt erstmal nicht, weil einfach ganz viele komische Sachen einfach in den Raum geworfen werden, ohne dass man darauf irgendwie antworten kann. Okay, aber darf ich trotzdem die Frage stellen? Plus Psy, was soll das überhaupt alles bedeuten? Ist es, wenn ich das jetzt als komisches Wort empfinde, ist es dann schon Queerfeindlichkeit oder wie? Die Diskussion um Begriffe ist deswegen so bescheuert.
Wir können nicht einfach behaupten, du hast X gesagt, deswegen denkst du Y. Wir müssen herausfinden, was der andere darunter versteht und nicht unterschiedliche Begriffe für gleiche Dinge oder umgekehrt verwenden. Und man muss sich auch die Mühe machen. Ja, diese Diskussion ist bescheuert. Warum wird sie trotzdem geführt? Weil es den Leuten eben nicht um argumentativen Austausch, sondern um die Zerstörung des Gegners geht. Also, das stört mich an diesem ganzen Video hier so ein bisschen. Legt sein Ideal an, nämlich, dass die Leute sachlich miteinander diskutieren sollten, dass sie Argumente für und wider ihre Position austauschen sollten. Und das ist ziemlich, und dann unterstellt er den Leuten, es würde darum gehen, und jedes Mal, wenn jemand eben kein gutes Argument bringt, sondern den Gegner diffamiert, dann ist das ein Fehlschluss oder ja, dann ist das ein falsches Argument. Aber nein, es ist gar kein Fehlschluss, es ist auch kein falsches, es ist ein falsches Argument. Also es ist kein Fehler, den derjenige macht, sondern es ist eine bewusst absichtliche Diffamierung zur Diskreditierung des Gegners. Also ja, aber weil bei Skeptik hier sein eigenes Ideal einer sachlichen und rationalen Diskussion an die Diskursteilnehmer anlegt, sieht er das irgendwie nicht. Fragen zu beantworten. Müssen wir doch schauen, dass wir irgendwie einen Punkt finden, wo ich sagen kann, okay, das finde ich auch rechtsextremistisch, aber ich sehe das bei der AfD nicht. Ich würde gerne wissen, was dieses Rechtsextremistische ist. Ich hätte es gerne greifbar, dass ich es verstehen kann. Man kann es sich natürlich einfach machen und sagen, das sind alles Nazis oder die wollen es gar nicht verstehen. Aber wenn man noch nicht ganz vollständig resigniert hat und noch etwas Produktives zur Gesellschaft beitragen will, außer mit der Nazi-Keule um sich zu schlagen, dann muss man sich diese Mühe machen und es inhaltlich erklären. Siebtens, Spaltungsgrund C, Misstrauen. Selbstverständlich kann man es sich auch einfach machen, gar nicht begründen und sich auf Autoritäten berufen, die sagen, die AfD sei demokratiefeindlich und rechtsextrem. Es gibt ja nun gesichert rechtsextremistische Landesverbände zumindest. Bei der Bundespartei ist es Stand heute noch nicht der Fall, aber bei den Landesverbänden ist es so. Da fragen sich manche Menschen, wie kann es denn eigentlich sein, wenn jemand gesichert rechtsextremistisch, also gesichert verfassungsfeindlich ist, dass man ihn überhaupt wählen kann? Mit diesem Argument kommt... Ja, und der Moderator zeigt hier eben, dass er nicht neutral ist. Also er zeigt hier, dass er... Auf Seiten des Mainstreams steht, der, wie gesagt, den Verfassungsschutz unter seiner Kontrolle hat. Der Verfassungsschutz ist eine der AfD feindlich gesonnene Institution, die, wie gesagt, politisiert ist, die dem Innenministerium unterstellt ist, die eben nicht neutral ist, die nicht bewertet, was ist jetzt rechtsextrem, sondern die bewertet, was ist regierungskritisch und alles, was regierungskritisch ist, das ist dann Delegitimierung des Staates, rechtsextremistisch, Reichsbürger, linksextrem, was auch immer. Also irgendein Diffamierungsbegriff. Also ich habe das mal bei der Thüringer AfD nachgeschaut, also der Verfassungsbericht, das ist finsterste antideutsche Ideologie. Habe ich einen Artikel für den Blog von Sada Sumuncu für geschrieben. Der Verfassungsschutz ist ein Regierungsschutz. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr das einzeln inhaltlich auseinandergenommen haben möchtet. Aber ja, wie gesagt, also dadurch, dass der Moderator hier den Verfassungsschutz quasi als Gott nimmt, als Verkünder einer objektiven Wahrheit, dadurch offenbart er, dass er nicht neutral ist. Also damit relativiert sich auch schon dieses Lob an den Moderator am Anfang. Kommt man aber nur weit, wenn das Gegenüber in der gleichen Welt lebt wie man selbst. Und wenn die eine Seite Vertrauen in die Institutionen wie den Verfassungsschutz und das Bundesverfassungsgericht hat, aber die andere nicht, lässt sich natürlich kein gemeinsamer Nenner durch Berufung auf Fakten oder eine Autorität finden. Ja, der Verfassungsschutz ist ja erstmal gar nicht unabhängig. Der ist ja dem Innenministerium bzw. Innenministerien unterstellt. Und die haben ja auch die Befugnis, in Verfassungsberichte Dinge reinzuschreiben oder zu bestimmen, wer beobachtet wird. Das kann man doch gar nicht richtig dann auch greifen. Die SPD kann quasi bestimmen, was man über die CDU, was da als rechtsextremistisch gilt. Der Verfassungsschutz wäre dafür zuständig und dem vertraue ich nicht. Sagen wir Nein, so. Am Ende des Tages wäre natürlich ein Bundesverfassungsgericht dafür zuständig. Ja. So. Ja. Bei allen ja, aber der Moderator hat gerade so getan, als wäre der Verfassungsschutz Verkünder einer objektiven Wahrheit. Er hat den Namen Verfassungsschutz nicht mal in den Mund genommen. Und Bundesverfassungsgericht, ja, die Richter werden parteipolitisch ausgewählt. Parteipolitisch, hat eine parteipolitische Schlagseite auf jeden Fall. Also, das lässt sich ja nicht leugnen und auch die Urteile werden davon beeinflusst. Das ist auch relativ gut nachgewiesen. Aber beim Verfassungsschutz ist es noch viel eindeutiger. Also, da gibt es keinen Kompromiss zwischen Parteien, die zwei Drittel der Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat stellen, sondern da sagt einfach die Innenministerin so, unser Verfassungsschutzpräsident heißt jetzt Thomas Haldenwang und der sagt dann beispielsweise, nicht nur der Verfassungsschutz sei dafür verantwortlich, die Umfragewerte der AfD klein zu kriegen. Also ist das noch eine neutrale Behörde, wenn es darum geht, eine Partei klein zu kriegen? Ich weiß es nicht, also beziehungsweise ich weiß es, es ist keine neutrale Behörde. Es ist keine neutrale Behörde und der Moderator hat hier gerade so getan. Was habe ich denn? Traust du dem Bundesverfassungsgericht in so eine Entscheidung, ja oder nein? Jetzt gerade, wie es so hochgepusht wurde mit den ganzen Demos gegen... Traust du deinen Feinden, wenn sie über dein Verbot entscheiden, ja oder nein? Nein, natürlich nicht. Also diese Leute hassen mich. Warum sollte ich ihnen trauen? Also das Bescheuertste... Also nein, natürlich nicht.
rechts und Millionen, Milliarden gehen auf die Straße gegen Rechtsextremismus. Nein, würde ich nicht vertrauen, nein. Für jemanden mit diesem Weltbild klingt der Verweis auf die gesicherte Demokratiefeindlichkeit einzelner Landesverbände nur wie ein Autoritätsargument, dem man keine Gültigkeit beimessen muss. Achtens, Definition, Autoritätsargument. Das klingt nicht nur so, es ist ein Autoritätsargument, auch eine, vor allem ein Autoritätsargument auf eine Institution, die der AfD feindlich gesonnen ist. Wir haben es hier nicht mit einer neutralen Institution zu tun. Wir haben es hier erst recht nicht mit dem Verkünder einer objektiven Wahrheit zu tun, sondern wir haben es hier mit einer AfD-feindlichen Institution. Also Autoritätsargument brauchen wir uns, glaube ich, nicht definieren zu lassen. Erkennen, dass sich sogar Wissenschaftler aus gleichen Feldern nicht überall einig sind. Das heißt, mindestens einer muss mit einer Annahme falsch liegen, obwohl er ja eigentlich Experte ist. No way! Natürlich muss man generell berücksichtigen, dass mein Onkel Otto weniger Relevanz als Autorität hat als ein promovierter Wissenschaftler. Aber generell wird dieses Argument stark überstrapaziert, weil es zu jedem Thema unterschiedliche Expertenmeinungen gibt und es für uns Laien dann schwer bis unmöglich ist, zu beurteilen, wer jetzt der richtige Experte ist. Man muss Vertrauen haben. Fuck. Heute lassen sich Gegenpositionen schlicht nicht mehr falsifizieren. Nein. Also im politischen Prozess nein, 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 also zu Fachfragen, also Corona-Pandemie war ja jetzt ein Beispiel, da muss man schauen, wem vertraut man, aber offensichtlich politischen Diskussionen, was ist rechtsextrem? Vertraut nicht den Institutionen, die euch hassen, also das kann ich euch auch nur bei BSW sagen. Politische Begriffe haben immer einen polemischen Charakter und der Versuch, das neutral zu definieren, der muss scheitern, das ist unmöglich. Also politische Begriffe sind immer umkämpft, automatisch, sonst wären sie keine politischen Begriffe. Berufst du dich auf eine offizielle Position der Regierung oder der klassischen Medien, dann sitzt du der Regierungspropaganda auf. Berufst du dich auf eine kritische Stimme von außen, bist du Opfer alternativer Medien. Ohne Vertrauen in die gleichen Apparate, Quellen und Institutionen gibt es keinen Common Ground. Ich hoffe, darauf können wir uns einigen. Unter anderem queerfeindliche Strafen. Man kann ja die Argumente prüfen. Und wenn der Verfassungsschutz in Thüringen behauptet, wenn Höcke von einer globalistischen Elite redet, dann meine er in Wahrheit Juden. Also, wie gesagt, finsterste antideutsche Ideologie, dann muss man sich da an den Kopf fassen und sagen, okay, offensichtlich hat der Verfassungsschutz keine Argumente, sonst würde er nicht so einen Schwachsinn herbeikonstruieren. Straftaten, also zum Beispiel gegen Homosexuelle, ein Beispiel davon, antisemitische Straftaten, rechtsextremistische Straftaten, die steigen an. Und zwar relativ deutlich. Und das seit vielen Jahren. Sind wir uns da einig? Aber was ist mit Alice Weidel? Sie ist ja selber homosexuell. Was macht sie dann? Nee, die Frage war, sind wir uns da einig, dass die Statistik ansteigt? Wir müssen so ein bisschen Common Ground finden, weißt du, Anna? Wir sind uns nicht einig, was die Ursache dafür ist. Vielleicht wird es heute auch einfach mehr gemessen als früher. Das kann ja auch sein. Ich will gar nicht das Gefühl geben, dass du irgendwie rausgedrängt wirst oder nichts mehr sagen darfst. Wir brauchen nur ein bisschen Common Ground. Und da stellt sich die Frage dann, woher kommt dieses Misstrauen? Mögliche Ursachen gibt es viele, aber zwei Antworten stimmen sich nicht. Woher kommt dieses Misstrauen? Also, die staatlichen Institutionen befinden sich in der Hand eines Parteienblocks, eines historischen Blocks, der AfD feindlich ist. Wie kann es dann sein, dass Leute aus dem AfD-Vorfeld diesen Institutionen misstrauen? Ich weiß es nicht. Also dieses Misstrauen, das kann, wie gesagt, vielleicht mit der realen Feindschaft dieser Institutionen gegenüber der AfD zusammenhängen. Also es hängt sehr wahrscheinlich damit zusammen. Und als BSW-Unterstützer hätte ich dieses Misstrauen grundsätzlich auch. Also diese Institutionen hassen uns genauso wie die AfD. Das sollte sich jeder klar machen. Das sind keine neutralen Schiedsrichter. Das sind politische Akteure. Erstens, es stimmt sicher nicht, dass die Regierung oder Leitmedien nie Fehler gemacht oder nie gelogen haben. Zweitens, es stimmt sicher auch nicht, dass die Regierung und die Leitmedien immer lügen und alles falsch machen. Wie das Verhältnis wirklich ist, ist schwer zu beurteilen. Ja, es stimmt, dass sie meistens lügt, wenn sie irgendwas sagt. Hört euch mal eine Rede von Habeck oder Scholz an, dann und wiegt die gelogenen Aussagen gegeneinander auf. Und es hilft nicht, totschlagargumentartig in die eine oder andere Richtung zu lamentieren. Am Ende ist es egal. Der Vertrauensverlust ist da und das müssen wir irgendwie lösen. Können wir das Vertrauen von Menschen zurückgewinnen, die sich entschieden haben, unseren Institutionen nicht zu vertrauen? Nein. Also die Institutionen, wie gesagt, die Institutionen haben sich zu einer Feindschaft gegenüber diesen Menschen entschieden und entsprechend sollten die Menschen diesen Institutionen auch nicht vertrauen. Also diese Institutionen, das sollte auch unser Ziel als BSW sein, beim Verfassungsschutz beispielsweise, sie einfach teilweise abzuschaffen. Also so eine Institution, die uns feindlich gesonnen ist, wie der Verfassungsschutz, die muss weg. Also die sollte abgeschafft werden. Und solange diese Institution noch existiert, muss man sie delegitimieren, so gut es geht, und die Menschen dazu bringen, dieser Institution eben nicht mehr zu vertrauen. Genau wie du es tust, sagen, ich vertraue dem Verfassungsschutz nicht, dem Verfassungsgericht nicht, ich vertraue hier eigentlich niemandem, alles eine Mischpoke. Müssen wir nicht ab einem gewissen Moment, provokativ formuliert, sagen, okay, diese Menschen werden wir nicht zurückholen. Sie haben eine Entscheidung für sich getroffen, die sehen wir hier drüben auch, live.
Punkt. Widmen wir uns den 80%, die in dieser Gesellschaft leben wollen. Das ist, mit Verlaub, riesengroßer Bullshit. Seht es mir nach, das ist die einzige Stelle von Florian Schröders, auf die ich genauer eingehe und sie dann auch kritisiere. Er hat ansonsten aber fast nur sehr vernünftige Sachen gesagt. Beispielsweise gehe ich an diesen Stellen voll mit ihm mit. Ja, ich bin der Auffassung, dass es eigentlich einer Demokratie nicht würdig ist, eine Partei zu verbieten. Und wenn sie glaubt, dass sie sich der Probleme, die dahinter stecken, dass Menschen diese Partei wählen, einfach so entledigen kann, indem sie eine Partei verbietet, halte ich das für recht kurzsichtig. Weil ich der Auffassung bin, dass wir das Denken derer, die wir bekämpfen, verstehen müssen und kennen müssen. Und weil ich nichts davon halte, zu sagen, wir kehren das unter den Teppich, das sind die Bösen, die wollen wir weghaben, da bieten wir ihnen nur eine Bühne. Das führt für mich zu nichts. Ich glaube, so funktioniert eine demokratische Gesellschaft nicht. Denn dahinter steckt ja ein ziemlich infantiles Menschenbild. Dann wären wir die Gesellschaft von Kindern, die selbst nicht reif ist für die Demokratie. Aber davon zu sprechen, dass Vertrauensverlust eine Entscheidung ist, ist absoluter Müll. Wenn ich meiner Freundin misstraue, dann entweder, weil sie mich betrügt oder weil ich charakterlich verunsichert bin. Als attraktiver, eloquenter, heterosexueller, weißer Cis-Mann wird mir das natürlich nicht passieren. Aber in beiden Fällen würde keine Entscheidung hinter dieser Emotion stecken. Entweder bin ich das Opfer einer toxischen Beziehung oder meinem mangelnden Selbstwertgefühl. An beidem kann ich vielleicht arbeiten, für das initiale Gefühl kann ich aber a priori nichts. Neuntens, Spaltungsgrund D. Hoffnung versus Resignation. Außer Anna Schneider waren sich alle einig, dass die AfD nicht so geil ist und dass man zumindest ein Verbot prüfen sollte. Zählt für mich das Toleranzparadox von Karl Popper, der mal gesagt hat, es gibt keine Toleranz den Intoleranten gegenüber. Und die, die unsere Toleranz komplett ablehnen, die darf man mindestens durch eine Überprüfung in Frage stellen, ob sie noch legitimiert sind, hier eine Partei zu sein. Wenn sie es am Ende sind, okay. Dem noch weiter... Hey, dazu muss ich jetzt was sagen. Ich dachte, dazu sagt bei Skeptik, wenn das Toleranzparadoxon uns eins zeigt, dann dass es keine pauschal toleranten oder pauschal intoleranten Gruppen gibt. Also... Gruppe intolerant ist und sagt, okay, wir müssen unsere Feinde vernichten, wir müssen die Machtmittel gegen sie einsetzen, wenn wir sie in der Hand haben und sie komplett aus der Gesellschaft ausschließen. Und die andere Gruppe dann darauf reagiert, indem sie sagt, okay, jetzt müssen wir diese Gruppe ausschließen. Und dann sind ja beide intolerant. Also es gibt keine pauschal toleranten oder intoleranten Gruppen. Das ist es, was uns das Toleranzparadoxon zeigt. Diese Unterscheidung zwischen Toleranten und Intoleranten ist in sich schon dumm. Sondern die Anerkennung demokratischer Standards basiert auf Reziprozität. Sie basiert darauf, dass der politische Gegner diese Standards eben auch anerkennt. Und wenn der Gegner das nicht tut, ja, dann erodieren diese Standards nun mal. Geld zuzuschieben durch Steuern. Das gilt gerade für den Mainstream. Also das würde ich gar nicht mal so sehr auf die AfD beziehen. Also der Mainstream missbraucht ja gerade den Verfassungsschutz, um Gegner als rechtsextrem zu diffamieren, ihnen die finanziellen Stiftungsgesetze werden verschärft, sodass Parteien da erst nach späterer Zeit an Gelder kommen. Also das trifft aktuell die AfD und das wird auch das BSW sehr hart treffen. Es werden gerade staatliche Thinktanks finanziert, die sich mit der Diffamierung von Oppositionellen beschäftigen. Man denke ja an den Fall Liberale Moderne oder man denke ja an dieses gesamte Projekt Demokratie leben, was sich der Diffamierung der vor allem friedensbewegten Opposition in Deutschland widmet. Also das ist katastrophal, was da passiert. Ja, Gelder, das Ganze durch, ja, einen Platz im Bundestag zu legitimieren und alles, was eben ohne ein Parteiverbot aktuell noch möglich ist, halte ich für extrem gefährlich. Ja, das ist ein super gutes Argument, finde ich. Also diese Situation, wir geben Leuten, die vielleicht gegen die Demokratie kämpfen, gegen vielleicht Menschenrechte positionieren, wir geben denen Geld, wir unterstützen die, wir legitimieren sie praktisch. Und deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, über das schärfste Schwert, das unsere Demokratie hat, nämlich ein Parteiverbot nachzudenken und das zu prüfen. Warum ich ein Verbot falsch fände, darüber habe ich in diesem Video hier schon mal gesprochen. Große Teile der Diskussion drehen sich um die Frage, was man mit all diesen Menschen machen soll, wenn man ihnen ihre Partei bzw. ihre Stimme wegnimmt. Ja, es ist schwierig. Ich bin zwar gegen das Parteiverbot, aber auch gleichzeitig gegen die AfD. Das will ich auch ganz klar hier sagen. Ich habe nur das Gefühl, dass wenn wir halt die Partei verbieten sollten, dass wir halt diesen ganzen Menschen ihre Stimme auch gleichzeitig wegnehmen. Und zum anderen ist es natürlich so, dass sich diese Leute auch wieder organisieren werden und man im Grunde so eine Art AfD 2.0 bekommt. Der erste Einwand zu diesen Argumenten lautete, dass man den Menschen ja nicht ihre Meinung verbieten möchte, sondern lediglich die Partei. Für mich ist es aber schwer vorstellbar, wo darin in der Praxis der Unterschied liegen würde. Wieso verbietet ihr jetzt meine Meinung, meinen Standpunkt? Also die Meinung wird nicht verboten. Ne? Die Meinung kann man haben. Es wird, wenn eine Partei verboten wird, auch niemanden verboten zu wählen. Ne? Man kann dann diese Partei nicht mehr wählen. Aber wir haben ja inzwischen eine sehr rechte CDU. Wir haben noch rechtere freie Wähler. Wir haben noch rechtere
Werteunion, die sich gerade neu gegründet hat. Also man nimmt mit einem Parteiverbot natürlich nicht das Wahlrecht per se. Der zweite Einwand war da schon stärker, dass es eben darum geht, zu verhindern, dass die AfD in die Regierung kommt. Also man muss sich bewusst machen, was eigentlich das Ziel des Verbotsverfahrens ist. Das Ziel des Verbotsverfahrens kann es natürlich nicht sein, die Einstellung der Bevölkerung wegzuverbieten. Das funktioniert nicht. Das Ziel des Verbotsverfahrens ist, die Partei von Regierungsmacht fernzuhalten. Das ist natürlich insofern ein starkes Argument, wenn man der Einschätzung folgt, dass die AfD eben demokratiefeindlich ist. Folgt man dieser Einschätzung aber nicht, klingt dieses Mittel an sich schon antidemokratisch. Und das Problem der Uneinigkeit beruht wieder auf Punkt C, dem Misstrauen. Du hast ja gerade klargemacht, dass du manchen Institutionen zumindest in diesem Staat nicht 100% vertraust. Mhm. Wie stehst du dazu? Würdest du gerne mehr vertrauen können und was müsste dafür passieren aus deiner Sicht? Natürlich würde ich mehr vertrauen wollen. Also du bist nicht heavy AfD-Wählerin per se? Nein, bin ich nicht. Hätte ja sein können. Nein, aber ich versuche die Menschen zu verstehen und ich kenne genug, die sie wählen und ich... Das ist eine dumme Antwort. Also es ist, ja, sie ist AfD-Vorfeld. Also sie macht politische Werbung aus dem AfD-Umfeld. Junge Freiheit ist pro AfD, das kann man jetzt. Deswegen sollte man da offensiver auftreten und damit ich diesen Institutionen vertraue, müsste meine Gruppe diese Institutionen erobern. Also dafür müsste der Gegner aus diesen Institutionen vertrieben werden und dafür bräuchte es beispielsweise einen AfD-Innenminister, dann würde ich wieder vertrauen. Also das wäre eine ehrliche Antwort. Würde ich genauso fürs BSW sagen. Also Verfassungsschutz, dem vertraue ich generell nicht, der muss weg. Bundesverfassungsgericht, damit ich dem vertrauen kann, müssen da endlich neutralere Richter eingesetzt werden. Also da, ja, deswegen braucht es ein starkes BSW, was verhindert, dass dort Richter eingesetzt werden, die zu eng mit dem Altparteienkartell verflochten sind. Ich meine, für Einsetzung der Richter brauchen wir ja sowieso 2/3 Mehrheit. Also da muss es sowieso einen Kompromiss zwischen mehreren Parteien geben und entsprechend stark muss das BSW werden, damit man hier zu stark den Altparteien oder der AfD zugeneigte Richter verhindern kann. Also das würde ich beim Bundesverfassungsgericht antworten. Nein, das sind keine. Da weige ich mich zu sagen, es sind Rechtsextremisten. Das sind einfach ganz normale Leute. Ja, ich würde es geht gar nicht darum, ob die Menschen, die AfD wählen, rechtsextremistisch sind, sondern ob die, die sie wählen, rechtsextremistisch sind und die, die möglicherweise in Regierungsämter kommen. Und da sieht es, glaube ich, ein bisschen anders aus als in der Wählerschaft. Starker Punkt von Ihnen. Und genau hier landen wir dann bei der finalen Frage. Was macht man mit all den Menschen, die nicht rechtsextrem sind? Hat man resigniert oder hat man noch Hoffnung? Und wer noch Hoffnung hat, muss sich mit Menschen wie Anna Scherer hinsetzen und inhaltlich aufarbeiten, welche Personen und Positionen innerhalb der AfD problematisch sind und warum. Zu der Jungen Freiheit, ich glaube jetzt nicht, dass eine rechtsextreme Zeitung mich einstellen würde. Also kannst du nachvollziehen, dass viele Menschen hier sagen, das ist gefährlich? Ja, aber bei der Korrektivrecherche, da weiß man doch, dass das nichts der Wahrheit entspricht, alles, was da geschrieben wurde mit den Deportationen. Das weiß man doch, dass es auch später rausgelöscht wurde. Deportation, das Wort Deportationen hat man doch benutzt. Es wurde wochenlang wurde das hochgehalten, glorifiziert in den Medien. Man weiß doch, dass sie das rausgelöscht haben. Und dann weiß nur ich das. Sagen wir, es wurde das Wort Remigration benutzt, was als Deportation interpretiert wurde. Kann man anders sehen, aber es geht darum, Menschen aus diesem Land zu vertreiben. Ja, es geht nicht um Vertreibung und es geht auch nicht um Interpretationen. Da muss man doch schauen, was ist Rechtsextremismus? Und nehmen wir Herrn Höcke zum Beispiel, der gerichtsfest als Faschist bezeichnet werden darf. Der Mann will Ministerpräsident werden in Thüringen. Jeder redet immer über den Höcke. Wenn der Höcke so schlimm ist, wenn er so ein Feindbild ist, wenn er so wichtig ist, dass Leute nicht die AfD wählen sollen, warum ladet ihr nicht den Höcke ein und redet hier mit dem Höcke? 100%. Also sie hat mit allem, was sie gerade gesagt hat, recht. Welche verwirrte Denkstruktur hat, wird allein vom Argument, weil es der... Was heißt verwirrte Denkstruktur? Sie hat doch gut geantwortet auf die ganzen Vorhaltungen, die ja gemacht wurden. Also ihre Gegner versuchen gerade die AfD zu diffamieren und in der Ecke zu rücken. Was macht sie? Wie gesagt, die erste Antwort, die hätte klarer sein können. Ich sage, ich bin selbst kein AfD-Vorfeld, ich will jetzt hier auch keine strategischen Tipps geben, aber so würde ich mich verhalten, wenn das BSW so attackiert würde. Der Verfassungsschutz sagt, nicht überzeugt werden. Da muss man weiter und tiefer gehen. Man darf auch nicht wutentbrannt mit der Nazi-Keule kommen und alles über einen Kamm scheren, nur wenn es mal konservativ ist. Wieso akzeptiert ihr eigentlich nicht, dass viele Menschen konservative Ansichten haben? Wieso akzeptiert ihr das keiner? Ihr messt doch selber diese zwei stärkste Kraft. Nein, das ist einfach Nazis. Auf Social Media gehen die übel ab. Und ihr tut so, als wären das alles so Rechtsradikale. Das ist doch lächerlich. Man muss für sich und andere ausdrücklich unterscheiden und abgrenzen, was konservativ und was rechtsextrem ist. Und warum? Außer natürlich, man hat resigniert. Ich kenne das selber aus dem direkten familiären Umfeld. Die gucken sich sowas an und sagen danach entweder, es ist so unfair, da sitzt der alleine und argumentiert gegen drei Leute, die anderer Meinung sind. Oder die sagen, gerade bei einer Alice Weidel, bei einem Björn Höcke, egal wie sehr man die argumentativ gestellt hat, die hat sich da so gut durchgesetzt, das war so klasse. Da ist so ein Bias dahinter, gegen den kommt man nicht an. Klassischer Fall von... Ja, vielleicht haben die Altparteien auch einfach schlechte Argumente. Vielleicht liegt es daran. Dotischer Evidenz. Ihre persönliche Stichprobe sagt halt, dass man mit diesen Menschen nicht reden kann. Das klingt für mich fast so, als würde sie über ihren eigenen Bias sprechen.
Und sie führt ihre Teilnahme am Format dann noch komplett ad absurdum. So, und die Leute, die diese Partei unterstützen und unterstützenswert finden, die gucken sich auch inhaltliche Auseinandersetzungen mit der AfD in irgendwelchen Talkshows nicht an. Da kannst du einen Björn Höcke zerreißen, wie du möchtest. Ja? Die sagen danach nicht, oh, okay, krass, das waren jetzt wirklich gute Argumente, ich wähle diese Partei nicht mehr. Da frage ich mich echt, was sie eigentlich hier macht oder auf TikTok, wenn das ja sowieso alles nichts bringt. Insgesamt scheint sie nicht zu verstehen, dass es nicht nur darum geht, dass die AfD keine weiteren Wähler mehr bekommt, sondern auch darum geht... Er fragt sich, was sie macht, also das kann ich ihm beantworten. Sie will die AfD verbieten. Sie will die Menschen nicht überzeugen. Sie will ihr Lager radikalisieren, gegen die AfD aufhetzen und dann stark gegen die AfD einsetzen. Sie will nicht im Diskurs gewinnen. Sie will den Diskurs durch einen autoritären Staat beenden. Das ist ihr Ziel. Also sie versucht, Leute aus ihrem Lager davon zu überzeugen, dass man radikaler gegen die AfD vorgehen sollte. Sie versucht nicht, AfD-Wähler zu überzeugen. Die Leute wieder zurück in die gesellschaftliche Mitte zu holen. Ich würde aber nicht unbedingt argumentieren, dass man ihnen damit neue Stimmen zuspielt, weil das einfach den eigenen Opfermythos befeuert. Aber das ist eben nicht der Grund, weshalb sie neue WählerInnen dazugewinnt. Ja, der Opfermythos, das ist das, was sich immer weiter verfestigt innerhalb der Strukturen dieser Partei und innerhalb der WählerInnenschaft. Andererseits ist ihre Resignation schon auch irgendwie verständlich. Ich meine, jetzt nutzt sie die Wunderwaffe Gendersprache schon so schön und konsequent und trotzdem verändert sich die Welt nicht maßgeblich. Einzelne Lösungsansätze klingen zwar gut, sind mir persönlich aber doch zu schwammig. Was machen wir mit den Wählern? Weil der Grundgedanke dieser Wähler bleibt ja, ein Parteiverbot darf nicht das Ende sein, sondern es geht erstmal darum, wie gesagt, die Waffe zu entladen, die AfD gerade in der Hand hat. Und die Munition, die da drin ist, heißt potenzielle Regierungsbeteiligung. Wir brauchen dafür langfristige Lösungen. Wir brauchen dafür Lehrpläne, die besser aufklären. Wir müssen wieder die ganzen finanziellen Mittel, die wir aus Aufklärungskampagnen, aus Erinnerungskultur rausgezogen haben über die letzten Jahre, die müssen da ganz dringend wieder rein. Wir müssen Antirassismus und generell Empathie für marginalisierte Menschen ganz anders in der Gesellschaft, auch in Lehrplänen verankern. Das ist eine gute Idee, aber politische Bildung in der Schule bringt halt erwachsene Menschen, die sich heute... Gute Idee. Die Wokistin gerade, ja, wir müssen das Bildungssystem unter unsere Kontrolle bringen. Ja, das ist eine gute Idee. Hallo? Wenn AfDler, wir müssen den Schülern wieder ein gesundes nationales Empfinden lehren. Würdest du dann auch sagen, ja, das ist eine gute Idee? Also, das ist... Herrlich. Der AfD zugeneigt fühlen, auch nichts mehr. Wir können es uns nicht leisten, 20% der Bevölkerung als Neonazis zu brandmarken und sie aus der Demokratie zu verbannen. Ich fand es natürlich schon interessant, was du gesagt hast an einer Stelle, wo du sagst, ich vertraue nicht. Wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt dieses Urteil fällt, dann werden die 80%, die sowieso der Meinung sind, die AfD ist Mist oder die ist eine rechtsextreme Partei, muss verboten werden, sagen, super. Die anderen 20% werden sagen, Moment mal, wer sitzt da am Bundesverfassungsgericht? Ist doch logisch, dass die so entscheiden. Das ist eine politische Entscheidung. Mit anderen Worten, wir vertrauen dieser Institution nicht. Unser Problem ist in der Tat, wir haben in einem nicht geringen Teil der Bevölkerung viel zu wenig institutionelles Vertrauen. Das heißt, diese Entscheidung würde in dieser Gruppe überhaupt nicht anerkannt werden. Jetzt kann man sagen, egal, die 20% sind uns wurscht. Aber die dürfen uns nicht wurscht sein. Und wir müssen vor allen Dingen wirklich darum kämpfen, dass wieder mehr, auch bei dir, mehr Vertrauen in die Position dieser Institution, der Parteien, der Politik kommt. Zehntens Fazit. Eine mit Abstrichen ganz gute und sachliche Diskussion bei 13 Fragen. Allerdings kam argumentativ jetzt auch nichts Neues ins Spiel. Und viele der klassischen logischen Fehlschlüsse haben wir wieder sehen dürfen. Ja, ja, die Sprüche kennen wir alle. Die kennen wir alle. Viel eindrücklicher war für mich aber die Demonstration der gesellschaftlichen Parallelwelten, in denen wir leben. Die einzige Lösung? Nicht aufgeben. Kritisches Denken und der ehrliche Austausch untereinander wird in einer postfaktischen Gesellschaft immer wichtiger. Das ist für mich die einzige Hoffnung, die wir haben. Ich bin bei Skeptik und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr BS in diesem Video gefunden habt, lasst es mich wissen. Das heißt BS, ein naives, liberales Politikverständnis. Also er unterstellt hier allen Menschen, dass es ihnen darum ginge, bestmöglich zu argumentieren und dass es ihnen darum ginge, Gegner im Diskurs zu stellen. Also vorhin der Leonie Löwenherz oder der Anna Scherer, nee. Es geht einfach darum, den Feind, oder man könnte es jetzt milder formulieren, den Gegner zurückzudrängen. Also darum geht es vielen Leuten in der Politik. Das kann man jetzt schlecht finden, aber es geht nicht darum, die Diskussion zu gewinnen, sondern es geht darum, den Diskurs eventuell zu beenden, wenn man ihn nicht gewinnen kann. Und nichts anderes ist ja eine Forderung nach einem AfD-Verbot. Also dann setzt man sich eben nicht mehr argumentativ mit der Partei auseinander, sondern ja, man zerschlägt ihre Struktur. Das ist die Forderung, die da erhoben wird. Und das sollte man schon, also wenn so eine Forderung erhoben wird, dann zeigt das ja, dass es den Leuten, die das fordern, nicht um Diskurs geht. Das heißt, ein Diskurs über die Zerstörung des Diskurses und die Zerstörung der Demokratie zu führen, also dass das hier geführt wurde, das hätte bei Skeptik in seinem Video mal klar machen können. Und dass diese gesamte Sendung Propaganda für die Zerstörung des Diskurses gegen die AfD war, das hätte er auch klar machen können. Aber ja,
Ja, wenn man halt politische Fragen so versucht, so neutral anzugehen, dann, wie gesagt, hat mich jetzt nicht überzeugt, was er hier erzählt hat.